Hallo und herzlich willkommen mit Reisen durch das Universum. Und heute geht es um die Commander Keen Story zu den ersten drei Teilen, also der Invasion of the Vorticons Trilogie. Und ich habe mir relativ viele Notizen dazu gemacht, einen langen Text geschrieben. Aber wenn ich das jetzt einfach stupide vorlese, dann klingt das einfach irgendwie falsch. Von daher versuche ich das jetzt relativ frei zu machen. Kann natürlich sein, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle verhaspel oder eine Kleinigkeit vergesse. Es soll jetzt auch nur die Story im Groben sein, weil es gibt noch viele andere Dinge, die sonst noch passieren, aber die sind jetzt nicht so von elementarer Bedeutung. Ich konzentriere mich hier auf die wichtigsten Dinge, die es halt zu der Story der ersten drei Teile zu wissen gibt. Und wir beginnen logischerweise mit Teil 1, und das ist Marund und Mars. Und auf den Mars befindet sich halt auch Commander Keen, was halt achtjährige intelligente Jungen so machen. Die erkunden einfach mal einen der Nachbarplaneten und in diesem Fall den Mars. Aber mit einer Sache hat Keen nicht gerechnet, und zwar, dass sich auf den Mars auch eine unbekannte Rasse befindet. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von den heimischen Marsianern, die es bei uns leider nicht gibt. Nein, die Vorticons sind auf dem Planeten, und die kommen von Vorticon 6 und haben den Plan, halt Commander Keen auszuschalten, weil sie in ihm eine direkte Bedrohung sehen. Und warum erfahrt ihr an dieser Stelle noch nicht, sondern erst später. Und deswegen wollen sie ihn erstmal da festhalten und später ausschalten. In dem Fall stehlen sie erst einmal die Raumschiffteile von Commander Keen, vier an der Zahl, um ihn erstmal hier zu behalten. Commander Keen, oder auch bekannt unter seinem richtigen Namen Billy Blaze, versucht natürlich, seine Schiffsteile wieder zu bekommen. Und auf seiner Reise findet er auch dann den Pogo-Stick. Ja, auf den Mars gibt es einen Pogo-Stick. Dazu vielleicht in einem Faktenvideo später mehr. Und er trifft auf sein späteres Haustier, den Yorb Spot. Ja, er hat ihn wirklich Spot genannt. Und dazu vielleicht auch später mehr. Ihr seht schon, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich halt an dieser Stelle splitten muss, weil ansonsten wird dieses Video einfach zu lang und zu überfüllt. Und in dem Sinne einfach weiter im Text. Nachdem er den Vortigern Commander, also dem stationierten Commander auf dem Mars, besiegt hat und seine Raumschiffsteile wiederbekommen hat, kehrt er zur Erde zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Und weil es schon relativ spät ist und er ja ins Bett muss, ne? Kennt man ja, wenn man selbst jünger ist, dann muss man auch relativ früh ins Bett. Und so ist das bei intelligenten Kindern auch nicht anders. Aber als er auf den Rückflug war, bemerkt er über der Erde ein Vortiken-Mutterschiff. Und was für einen perfiden Plan die Insassen des Schiffes verfolgen, erfahren wir dann erst im Teil 2, und zwar in The Earth Explodes. Aber davor kehrt natürlich Keen nochmal zurück auf die Erde und stellt seinen Eltern dann sein neues Haustier vor, das er dann doch behalten darf. Zwar erstmal nur für eine Nacht, aber wir wissen ja zwischenzeitlich, dass er Spot dann doch länger haben durfte. Und nachdem seine Eltern eingeschlafen sind, kehrt er zum Mutterschiff zurück und versucht, die Pläne der Vorticons zu vereiteln. Und die haben den Plan, die Erde zu zerstören. Ich weiß, die Trilogie heißt Invasion of the Vorticons, aber offenbar haben sie einfach nur vor, die Erde in die Luft zu jagen. Von daher ist es keine richtige Invasion, weil normalerweise möchte man ja praktisch den Ort dann annektieren und nicht zerstören. Aber gut, das ist jetzt Haarspalterei, und wir kommen zu der Story des zweiten Teils. Und die wollen die Erde praktisch mit den X-14 Tantalus Rays zerstören. Das sind so gigantische Kanonen, und die wurden auf Washington DC, Moskau, Paris, London, Kairo, Sydney, New York und Rom gerichtet. Ist offenbar egal, wohin sie gerichtet werden, weil diese Waffen halt die Erde zerstören können. Also es sind die Orte, die praktisch direkt im Spiel beschützt werden müssen, aber es geht natürlich darum, dass die Erde nicht zerstört wird. Und auf den Weg durch dieses Raumschiff erfährt er, dass die eigentlichen Pläne von dem Grand Intellect stammen, einer Person oder ein Wesen, das Commander Keen zu dem Zeitpunkt noch nicht kennt. Aber er erfährt immerhin von den Vortigern Eldern, dass
eben jener wohl die Vortikens zu unterdrücken scheint oder zumindest die Befehle zu dieser Mission gegeben hat. Und natürlich schafft es Commander Keen auch diese Waffen der Vortikens auszuschalten, die dann keine andere Wahl haben, als sich wieder zurückzuziehen. Und Keen kommt natürlich dann auch wieder auf die Erde zurück, weil er muss ja zur Schule, wie jedes normale Kind auch. Ja, Intelligenz schützt leider vor Schule nicht an dieser Stelle, es tut mir leid. Und er erfährt allerdings, dass er Schnee frei hat und morgen gar nicht zur Schule muss. Das passt ihm natürlich gut, weil so hat er die Möglichkeit, zu Vortikern 6 zu reisen, die Vortikerns endgültig aufzuhalten und herauszufinden, wer der Grand Intellect eigentlich ist. Und an dieser Stelle beginnt auch Teil 3, Keen Must Die. Er erfährt halt in diesem Teil, dass er unbedingt den Grand Intellect aufhalten muss, weil dieser nicht ruhen wird, bevor die Erde nicht mehr existiert. Und er erfährt halt auch, dass die Vortikerns nicht nur unterdrückt, sondern auch manipuliert werden. Und von daher muss er unbedingt den Grand Intellect aufhalten. Dieser wiederum gibt allerdings den Befehl, dass um jeden Preis Keen getötet werden muss. Und ja, wie schon im Titel herauszulesen ist, Keen Must Die. Es geht hier wirklich explizit ums Töten. Und wer die Teile 4 bis 6 kennt und den Stunner, der weiß, dass Commander Keen ab Teil 4 überhaupt niemanden mehr töten möchte. Mal abgesehen von Skypest. Aber Skypest hat es auch verdient, ganz ernsthaft. Nur an der Stelle. Also nichts gegen Skypest. Bloß nichts gegen Skypest. Ich meine, Skypest hat mich beim letzten One-One überhaupt nicht genervt. Überhaupt nicht. Aber zurück zur Story. Sorry fürs Ablenken. In den Teilen 1 bis 3 war es tatsächlich noch Töten und Keen hat halt auch die Waffen von den Vortikerns übernommen, aber dazu habe ich schon mal bereits ein Video gemacht und die waren tatsächlich dazu gedacht, Gegner zu töten und nicht nur zu stunnen. Also es wurde dann später doch ein bisschen kinderfreundlicher und an dieser Stelle setze ich auch gerade an. Keen schafft es natürlich, dass er nicht getötet wird und findet dann schlussendlich in der Intellect Fortress heraus, dass Grand Intellect eigentlich sein Erzfeind Mortimer MacMyer ist, der halt diese Pläne geschmiedet hat. Also ist es für Commander Keen dann doch kein Unbekannter, der hinter dem Grand Intellect steht, sondern seine Nemesis. Und er hat natürlich vorausgesehen, dass Keen kommen wird und hat deswegen die Mangling-Maschine erfunden, die er dazu benutzen will, um Commander Keen auszuschalten. Und wer schon mal gegen die Mangling-Maschine gekämpft hat, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist. Und von daher ist es eigentlich ein würdiger Abschluss für die Trilogie. Und Keen gelingt es, die Maschine zu zerstören und mit ihr Mortimer MacMyer. Und nachdem er das geschafft hat, sind die Vortikens auch endlich befreit von dem Grand Intellect. Und so, das war's auch im Groben zu der Story zu den Teilen 1 bis 3. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend, zu viel durcheinander. Ich bin hoffentlich auch nicht zu oft in dem Thema, ja, abgesprungen, kann man sagen. Ich hoffe, dass es dementsprechend gut rüberkam und zu den Teilen 4 bis 5 wird es dann auch ein Story-Video geben. Zu Teil 6 wird es eventuell auch einen geben. Die Story gibt ein bisschen was her. Keen Dreams gibt leider nicht genug her, um daraus ein Story-Video zu machen. Wen das interessiert, der soll es einfach mal kurz googeln oder mich in den Kommentaren fragen, weil es ist wirklich keine großartige Story. Man kann es eigentlich in einen Satz abkürzen und sagen, er wollte sein Gemüse nicht essen und hatte danach einen Albtraum. Deswegen Keen Dreams. Und das ist die Story. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, bis zu dem nächsten Story-Video und bis dann.